willkommen bei The Nosy Rosie. Hier ist die Jen. Ja, diese Woche haben wir das Thema einen Lieblingsfilm oder einen Film, der uns was bedeutet oder halt irgendeinen lesbischen Film vorzustellen. Ich stelle euch meinen Lieblingsfilm vor, der da lautet Fremde Haut von, ich muss mal gucken, wie der Vorname war, Angelina. Ich sag mal Angelica. Angelina Macarone, die Regisseurin, kennt ihr bestimmt, hat auch zum Beispiel Kommt Mausi raus oder Alles wird gut gedreht. Also hat auch schon ein paar lesbische Filme gemacht. Und gespielt wird die Hauptrolle von Yasmin Tabatabai. Ja, der Film ist von 2005, da habe ich ihn im Kino gesehen. Und ich war schon sehr begeistert. Also ich war sowas von mitgenommen und nicht mitgenommen, aber der hat mich so berührt, der Film. Also ich habe so geweint nach dem Film, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war so rührend und also der Film hat mir einfach super gut gefallen. Und ich habe ihn auch jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich habe ihn auch gestern noch mal geguckt, damit ich ihn noch mal ein bisschen präsenter habe, um auch darüber reden zu können. Und es war wieder so schön. Und ich habe wieder so geweint. Oh, schlimm. Naja. Dann erzähle ich euch einfach mal, um was es geht in diesem Film. Und zwar, Yasmin Tabatabai spielt eine Iranerin, die aus ihrem Land flüchten muss, da sie lesbisch ist und ist aufgeflogen und sie wurde verfolgt und sie wäre sonst umgebracht worden und deswegen flüchtet sie nach Deutschland. Ist dann natürlich erstmal, also ihre Aufenthaltsgedöns, das muss erstmal alles geprüft werden und sie sagt aber zum Beispiel auch nicht ehrlich, dass das Problem ist, dass sie lesbisch ist, da traut sie sich irgendwie nicht, sondern sagt einfach nur politische Gründe und das klingt natürlich etwas fadenscheinig und deswegen wird ihre Aufenthaltserlaubnis abgelehnt. Mein Akku war leer. Ja, der zweite Akku, den ich habe, den habe ich eigentlich 10 Minuten vorher in meine Tasche getan und den habe ich nicht gefunden. Und der hier musste erstmal aufladen. So. Habe ich ihn so lange aufgeladen, wie es ging, was musste ich los und ich hoffe, der Akku hält jetzt ein bisschen. Und ich dachte mir, ich erzähle es einfach unterwegs. Ja, wo war ich? Also, Yasmin Tabatabai spielt diese Iranerin. Okay, ihre Aufenthaltserlaubnis wurde abgelehnt, also hat keine Erlaubnis bekommen. Und sie lernt dort am Flughafen einen Typen kennen, der sich dann dort umbringt, aber der eigentlich eine Erlaubnis bekommt. Also nimmt sie seine Identität an. Sie versteckt ihn in ihrem Koffer und schneidet sich die Haare ab und nimmt seine Brille und seine Klamotten und gibt sich als er aus. Und ja, also bekommt sie also diese vorläufige Aufenthaltserlaubnis und ja, dann erstmal in so einem kleinen Kaff und möchte aber auch natürlich wieder als Frau rumlaufen und will sich einen gefälschten Pass kaufen. Und deswegen arbeitet sie erstmal illegal in einer Kohlfabrik. Ja, dort lernt sie den Anna kennen. Ja, und die beiden verstehen sich ganz gut und lieben sich natürlich, ne? Sehr klar. Und um das Ganze nicht zu einfach zu machen, ist natürlich der Ex von Anna auch noch tierisch eifersüchtig. Naja, und man fragt sich natürlich dann im Laufe des Filmes, da gibt es so einige Szenen, wo man dann denkt, aha, hat Anna denn entdeckt, dass Samyak, heißt er glaube ich, ja, eine Frau ist, ja, es gibt da so ein paar Momente und man ist sich nicht ganz sicher, okay, weiß sie es jetzt, denkt sie sich sowas oder
Auch nicht? Ganz dramatisch wird das natürlich auch in dem Moment, wo er dann abgeschoben wird und innerhalb von 2 Wochen wieder zurück muss. Und natürlich auch der Moment, in dem klar wird, okay, er ist eigentlich eine Frau und wie reagiert Anna? Ist sie geschockt? Wirft sie sie raus oder auch nicht? Und mehr möchte ich auch gar nicht verraten. Ihr sollt den Film ja auch selbst gucken. Ich kann den Film, wie gesagt, nur wärmstens. Empfehlen. Ich verlinke euch nochmal den Trailer auf jeden Fall, könnt ihr euch mal anschauen. Und also wie gesagt, ist natürlich auch ein bisschen traurig der Film, aber es ist sehr schön, er ist super gespielt. Vor allem von Jasmin Tabatabai, also echt super Leistung. Und es ist auf jeden Fall wert, ihn sich anzuschauen. Also viel Spaß dabei. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis denn, die Jen.